So. Sie sagen, wenn Sie soweit sind. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute einen weiteren wichtigen Zeugen im Untersuchungsausschuss gehabt, nämlich den G10-Juristen. Der G10-Jurist wurde von uns vor allen Dingen über die rechtlichen Grundlagen seiner Arbeit befragt, inwieweit er in seiner Verantwortung ist, er zuständig für den Grundrechtsschutz vor allen Dingen deutscher Bürgerinnen und Bürger, die unter den Anwendungsbereich von Artikel 10 Grundgesetz, das ist das Fernmeldegeheimnis, fallen, inwieweit er hier irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt hat. Er hat im Wesentlichen die Rechtsauffassung des Bundesnachrichtendienstes bestätigt. Für mich ist durch diese Aussage infolge weiterer Zeugenvernehmungen, die wir ja schon hatten, klar, dass sich da die Rechtsauffassung des BND sicherlich in einem Graubereich bewegt und wir insgesamt hier auch im Rahmen unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss darüber reden müssen, inwieweit hier bei den Rechtsgrundlagen wirklich erheblicher Handlungsbedarf besteht. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Daten ausländischer Bürger, insbesondere Verkehre, die Auslandskommunikation betreffen, weitestgehend in einem rechtsfreien Raum sich bewegen. Ich sage deswegen weitestgehend, weil natürlich Willkürverbot und allgemeine Rechtsprinzipien auch dort gelten. Aber im Endeffekt kann man festhalten, dass diese Daten nahezu keinen grundrechtlichen Beschränkungen unterliegen. Und als Untersuchungsausschuss, der ja vor allen Dingen den Zeigefinger Richtung USA erhebt und in diesem Kontext auch anklagt, dass Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger von anderen Diensten nicht ausreichend beachtet werden, müssen wir uns dann natürlich selber die Frage stellen, wie weit wir da nicht unsere Hausaufgaben zu machen haben. Wir können nicht einerseits die Daten ausländischer Bürger als vogelfrei erklären und andererseits von anderen Diensten einfordern, dass unsere Grundrechtsstandards dann aber von diesen Daten, von diesen Diensten einzuhalten sind. Ich glaube, das wäre ein erheblicher Widerspruch. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland, was ich für notwendig halte, hier voranpreschen will und Standards setzen will, um das auch im Zweifel in internationalen, europäischen Verhandlungen durchzusetzen, dann müssen wir hier für uns selber auch bei der Behandlung ausländischer Kommunikation die Messlatte entsprechend höher setzen. Ansonsten war für mich neu die Erkenntnis, dass der G10-Jurist, dass der Verantwortliche für die G10-Fragen in ähnlicher Weise organisatorisch aufgehängt ist wie die Datenschutzbeauftragte. Das war ja bei der Vernehmung der Datenschutzbeauftragten durchaus ein offener Punkt. Wir haben heute von ihm gehört, dass er unmittelbar dem Präsidenten des Dienstes zugeordnet ist und damit in ganz ähnlicher Weise wie eine Datenschutzbeauftragte arbeitet. Wir werden hier nochmal nachfragen müssen, inwieweit es dann da tatsächlich noch einen Korrekturbedarf gibt bei der Organisation seiner Arbeit. Aber für uns war das oder für mich war das jetzt heute zunächst einmal in dieser Form neu, weil ich in der Tat davon ausgegangen bin, dass er ganz normal in der Behördenhierarchie eingebunden ist. Und ansonsten kann man eigentlich aufgrund dieser Aussage feststellen, dass nach wie vor sich der Eindruck in der Tendenz bestätigt, dass der Grundrechtsschutz zumindest deutscher Bürgerinnen und Bürger vom Nachrichtendienst, vom Bundesnachrichtendienst sehr ernst genommen wird, dass er das nicht auf die leichte Schulter nimmt und dass insofern auch die eigentlich bisherige Berichterstattung, die das in Zweifel gezogen hat in der Öffentlichkeit, nach und nach mit jeder weiteren Zeugenaussage widerlegt wird, insbesondere dadurch, weil sich aus den Akten, die wir haben, auch nichts anderes ergibt. Also das ist eine Tendenz, die sich jetzt mit jedem weiteren Zeugen auch bestätigt oder erhärtet. Und ich denke mal, das muss man dann auch einfach mal deutlich so ansprechen. Aber Sie haben gesagt, Rechtsauffassung des BND im Graubereich. Was ist besonders grau oder womit haben Sie besondere Schwierigkeiten? Naja, wir haben Schwierigkeiten zum einen damit, dass mit G10-Anordnungen vor allen Dingen Routineverkehre, das sind Auslandskommunikation, dass das als eine Art Türöffner benutzt wird, um an diese Verkehre ranzukommen. Das wird von Seiten des Bundesnachrichtendienstes als rechtmäßige Praxis dargestellt. Man kann darüber streiten.
Und ich sehe auch hier eine Notwendigkeit, dass wir hier die Rechtsgrundlagen entsprechend noch einmal in dem Fall verändern, nachbessern. Wir werden uns vor allen Dingen damit auseinandersetzen müssen, dass uns die Verfassungsrechtler, die wir in der Sachverständigenanhörung hier hatten, natürlich ins Stammbuch geschrieben haben, dass Artikel 10 Grundgesetz nicht nur deutsche Staatsbürger schützt, sondern dass es da so etwas wie eine objektive Dimension des Schutzes gibt, sodass auch ausländische Bürgerinnen und Bürger davon erfasst sind. Und wir können das nicht einfach ignorieren. Wir werden das auch nicht ignorieren und ich habe Ihnen ja schon gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja Gleiches von Amerikanern, Briten und Ähnlichen fordern, müssen wir uns überlegen, wie wir uns hier, was Verhandlungen betrifft, international schlicht und ergreifend aufstellen. Und ich plädiere in dem, was meine Fraktion an Agenda auflegt, dafür, dass wir hier Standards setzen, um mit diesen Standards dann eben auch in internationalen Verhandlungen dafür zu werben, dass man effiziente Geheimdienstarbeit auf dem Boden des Grundgesetzes und grundrechtlicher Normen machen kann. Herr Fiesel, Sie sprachen den Schutz von deutschen Bürgern an. Was halten Sie denn dann von dem Konzept des Funktionsträger, wo ja dann auch Deutsche in so eine BND-Überwachung geraten können, wenn sie im Ausland sind? Ich habe mittlerweile also das Konzept der Funktionsträger deswegen auch sehr gut verstanden, weil das jetzt mehrfach natürlich auch Gegenstand von Fragen in diesem Ausschuss war. Ich halte es für eine schlüssige juristische Zurechnungsnorm. Wenn ein Deutscher grundsätzlich in seiner Funktion beispielsweise als Geschäftsführer einer afghanischen Firma in Afghanistan tätig ist und kommuniziert in dieser Funktion als Geschäftsführer, also nicht privat, sondern nur in dieser Funktion als Geschäftsführer, dann kann ich es nachvollziehen, dass er, obwohl er deutscher Staatsbürger zum Beispiel ist, hier in diesem Fall der afghanischen juristischen Person zugeordnet wird. Im Umkehrschluss würde auch ein afghanischer Staatsbürger, der bei einer deutschen Firma in Afghanistan arbeitet, den Grundrechtsschutz in dieser Kommunikation genießen. Und wir haben heute gehört, dass man dort sehr sorgfältig dann darauf achtet, inwieweit private Kommunikationsbelange berührt sind. Wie das dann operativ umgesetzt wird, stelle ich mir natürlich auch sehr schwierig vor. Eine automatisierte Umsetzung kann ich mir in diesem Kontext nicht vorstellen. Das muss am Ende auf eine händische Auswertung hinauslaufen. Das können nur Menschen tun, dass sie sowas aussortieren. Und ich gehe nur davon aus, dass der Bundesnachrichtendienst aufgrund der bisherigen Zeugeneinvernahme hier auch Zweifelsregelungen anwendet, sprich wenn im Zweifel eine geschützte, G10-geschützte Kommunikation vorliegt, dann wird diese eben aussortiert. Was aber sozusagen voraussetzt, dass man sie zunächst einmal zur Kenntnis nimmt. Anders kann ich mir eine Auswertung persönlich gar nicht vorstellen. Wie sehen Sie das, dass das Bundeskanzleramt heute sofort interveniert hat, als die Folgefrage kam, nämlich ob nicht nur durch die Five Eyes-Dienste Grundrechte verletzt werden, sondern als Martina Renner dann danach fragte, wie denn das so mit spanischen oder französischen Diensten ist. Da wurde sofort eingeschritten, sofort interveniert und es hieß, nicht Teil des Untersuchungsauftrages. Naja, wir haben ja hier, das muss man einfach mal so sehen, eine Konkurrenz von Gremien, was die Kontrolle von Geheimdiensten im deutschen Parlament betrifft. Der Untersuchungsausschuss ist nicht das einzige Gremium, sondern der Untersuchungsausschuss ist ein Gremium, das sich aus einem konkreten Anlass mit einem konkreten Einsetzungsauftrag heraus gebildet hat. Und wir sind an diesen Einsetzungsauftrag gebunden und ich füge hinzu, wenn wir den abarbeiten, dann haben wir alle Hände voll zu tun. Und es gibt ein zweites Gremium, das ist das parlamentarische Kontrollgremium, das, sage ich mal, alle Fragen, das gesamte operative, strategische Geschäft zu kontrollieren hat. Und ich sehe nicht unsere Aufgabe jetzt darin, dem parlamentarischen Kontrollgremium Konkurrenz zu machen, sondern wir haben in vielen Fragen zu den Mitgliedern, wir haben ja auch Personenidentität zum Teil, wir haben zu den Mitgliedern ein gutes Verhältnis und ich vertraue auch als jemand im Untersuchungsausschuss darauf, dass solche Fragen, die jetzt nicht unmittelbar durch den Untersuchungsausschussauftrag gedeckt werden, dann im Zweifel vom parlamentarischen Kontrollgremium aufgegriffen werden. Das haben wir jetzt aktuell in einigen Fragen, die wir auf den Nägeln hatten, haben wir das so praktiziert und das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Gut, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen aus einer interessanten Zeugenvernehmung. Für uns steht die gesamte Rechtmäßigkeit des BND bei der Fernmeldeerfassung hier in Frage. Das ganze System
ist im Wanken. Das liegt an den vielen Dingen, die auch heute wieder thematisiert wurden. Die Funktionsträgereigenschaft, die Umdefinitionen, die unserer Meinung nach rechtsirrige Auffassung, dass man zwischen einem G10-Beauftragten und einer unabhängigen Datenschutzbeauftragten innerhalb des BND saubere Linien ziehen könnte und die sich nicht gegenseitig ergänzen müssten. Am stärksten aber die Frage im Hinblick auf den Sachverhalt der Datenweitergabe. Wir haben hier deutlich gemerkt, dass hier sehr fein unterschieden wird zwischen unterschiedlichen Datentypen und da eben auch Metadaten hier in Frage stehen, die ganz offensichtlich zu Hunderttausenden, zu Millionen weitergegeben wurde, konnte eine händische Sortierung nicht mehr stattfinden, was dazu führt, dass aufgrund der nicht richtig funktionierenden Filter ein Grundrechtsschutz nicht gegeben war. Völlig unabhängig davon muss man sich mal klar machen, worüber wir reden. Es geht hier um eine Kooperation, die zwischen der NSA und dem BND auf deutschem Boden stattgefunden hat und die natürlich in ihrer Konsequenz zur Folge hat, dass auch deutsche Grundrechtsträger betroffen sind. Denn diese Kooperationsmodelle finden natürlich auch in anderen Ländern statt, die dann deutsche Grundrechtsträger nicht schützen. Und mit dieser Haltung des BND, der einfach jeglichen Grundrechtsschutz für Ausländer im Ausland diesen Menschen abspricht, führt das in der Konsequenz dazu, dass eben, sagen wir mal, Franzosen, die hier kommunizieren, dann von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen sind und ähnliche Maßnahmen, die dann in Frankreich stattfinden, Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern betreffen. Deswegen muss man neben der spezifischen Sache, die wir hier miteinander besprechen, auch das große Bild sehen. Und insofern sehen wir uns auch bestätigt, dass das hier immer stärker auf diese These hinausläuft, dass es sehr wohl so etwas wie eine Ringvereinbarung, einen Ringtausch von Daten gibt und dass das rechtlich hoch, hoch zweifelhaft ist. Die ganze Frage um das Bundeskanzleramt, das interveniert hat und damals eine unserer Meinung nach rechtswidrige Auffassung vertreten hat im Hinblick auf die Zulässigkeit dieser Maßnahme gegenüber dem Telekommunikationsunternehmen, zeigt, dass hier wahrscheinlich in einer Zeit des politischen Drucks sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Und insofern versprechen wir uns viel von den Befragungen der damals Verantwortlichen, die hier im Ausschuss ja noch anstehen. Glauben Sie an eine saubere Trennung, dass eine saubere Trennung von privaten und beruflichen Kommunikationssträngen möglich ist bei Funktionsträgern, also auch bei Deutschen im Ausland? Nein, das ist natürlich nicht möglich, weil man der Kommunikation von außen nicht ansieht, ob sie privat oder geschäftlich ist. Und insofern erwischen Sie eben, wenn Sie solche Verkehre rausfiltern, auch die privaten. Und die werden dann eben von den Diensten angeguckt und dann für privat befunden. Aber der Eingriff hat natürlich stattgefunden. Man hat hier die Privatsphäre dieser Menschen meiner Ansicht nach rechtswidrig verletzt. Insofern, das Konstrukt der Funktionsträger ist in der Praxis, glaube ich, so absurd, wie es juristisch anmutet. Dann haben wir ja heute schon einiges gehört über die Zusammenarbeit zwischen BND und Telekommunikationsunternehmen, über die erzwungene oder freiwillige Zusammenarbeit. Welche Fragen ergeben sich denn aus der Aussage des Zeugen von heute für die kommende Zeugenschaft? Naja, es stellt sich natürlich die Frage im Hinblick auf Rechtsgrundlagen, auch im Hinblick auf die Entscheidung innerhalb eines solchen Telekommunikationsunternehmens. Sozusagen, wozu wurden die verleitet? Haben die alle Informationen bekommen, die da relevant waren, auch im Hinblick auf den Schutz ihrer eigenen Belange? Ja, denn es ist meiner Ansicht nach so, dass hier das Telekommunikationsunternehmen selbst, wenn es über die vollumfängliche Maßnahme eben nicht informiert ist, unter Betriebsgeheimnisgründen in Teufelsküche kommt. Und insofern ist das ein relevanter Vorgang, wer da wem was damals gesagt hat. Und wir werden versuchen,
das genau zu ergründen. Ganz herzlichen Dank. Nach der öffentlichen Zeugeneinvernahme des G10-Juristen des BND, der bis zum Jahr 2005 diese Funktion begleitet hat, müssen wir widersprechen, insbesondere der Rechtsauffassung des BND. Wir teilen ausdrücklich die Auffassung, die durch die Verfassungsrechtler im Untersuchungsausschuss formuliert wurde, dass auch bei der Erfassung von Kommunikation im Ausland und von nichtdeutschen Staatsbürgern Rechte verletzt werden können und Rechte verletzt wurden durch den BND, insbesondere das Telekommunikationsgeheimnis. Und dass der BND diese Auffassung nicht trägt, ist das eine, aber es wurde sehr deutlich heute, dass diese abwegige Rechtsauffassung des BND offenbar auch durch das Bundeskanzleramt übernommen wurde. Deswegen wird es für uns unerlässlich sein, in einer der nächsten Vernehmungen die Rechts- und Fachaufsichtsebene aus dem Bundeskanzleramt und die politische Verantwortungsebene genau zu diesen Punkten zu befragen. Ebenso fragwürdig ist für uns die Einhaltung des G10-Gesetzes, da wir insbesondere bei der sogenannten paketvermittelten Kommunikation, also bei Internetverkehr, aber auch bei E-Mail-Post, große Fragen haben, ob es technisch überhaupt möglich ist, G10-relevante Grundrechtsträger und Trägerinnen aus diesem Kommunikationsaufkommen, das riesig ist, herauszufiltern. Eine dritte Frage ergibt sich für uns dahingehend, ob das, was der Zeuge Routineverkehr nennt, also das, was übrig bleibt nach der G10-Filterung und dann offenbar weitergegeben wurde an ausländische Geheimdienste. Und ich sage hier ausdrücklich ausländische Geheimdienste, weil die Antworten des Zeugen es wenigstens nahelegen, dass es nicht nur einen Austausch mit der NSA gegeben hat, ob es hierzu die rechtlichen Voraussetzungen gibt und zum Zweiten, ob der Telekommunikationsanbieter oder die Telekommunikationsunternehmen, auch im Plural, die entsprechende Daten gezwungen oder auf Vertragsbasis dem BND zur Verfügung gestellt haben, überhaupt über dieses Vorgehen informiert wurden, dass diese Daten eben auch Dritten zur Weiterverarbeitung geteilt werden. Das ist insbesondere auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wir nicht nur fragen müssen, was wussten diese Telekommunikationsanbieter, sondern in einem weiteren Schritt, und das können wir leider eben nur eingestuft, eben auch hinterfragen werden, ob die G10-Kommission über diese Ausleitung der Daten an die NSA und andere Geheimdienste informiert war. Diese hat ja die zugrunde liegenden G10-Anordnungen bestätigt und war möglicherweise nicht vollständig informiert, dass nicht nur der BND, sondern auch andere Geheimdienste diese Daten, die im Rahmen dieser G10-Maßnahmen erhoben werden, verarbeiten werden. Und zuletzt, ein Thema aus den letzten Sitzungen ist erneut heute als schwerwiegendes Problem offengetreten, nämlich die Einordnung von Grundrechtsträgern als Funktionsinhaber und damit dann auch Gegenstand von Überwachungsmaßnahmen durch den BND. Sie haben es vernommen, der BND sieht offenbar kein Problem darin, wenn zum Beispiel ein bundesdeutscher Journalist für ein ausländisches Magazin im Ausland tätig wird, diesen auch zum Beispiel in eine Überwachungsmaßnahme einzubeziehen. Die Frage nach Berufsgeheimnisträgerschutz ist quasi mit Stirnrunzeln aufgenommen worden. Ich glaube, das ist ein weiteres Indiz dafür, dass Grundfragen auch des verfassungsmäßigen Handelns der Geheimdienste dort mit einer Nonchalance behandelt wird, die für einen Geheimdienst vielleicht aus seiner Binnenlogik heraus irgendwie noch verständlich sind, weil man es in erster Linie sozusagen am operativen Geschäft orientiert und nicht am Gesetz, was man tut. Aber in zweiter Linie muss uns interessieren, und das ist für den Ausschuss entscheidend, weil wir kontrollieren die Exekutive, was dann eben in den entsprechenden Ministerien und auf der politischen Ebene dazu bekannt war, was man wusste, was man toleriert hat oder was man selbst sozusagen befördert hat. Und dann wird auch, ich denke, in einer der nächsten Sitzungen hierzu Rede und Antwort gestellt werden. Ein gesetzlicher Schutz, den es ja geben soll vor einem Totalscreening, ist die sogenannte 20%-Regel. Nach dem, was Sie heute gehört haben, ist das ein wirksamer Schutz? Also diese Deckelung, 20% nur zum Verfügung stehenden Verkehrsweg abzufassen, ist ja explizit ins G10-Gesetz 2001 aufgenommen worden, um eben dem Bestreben sozusagen nach einer Massenüberwachung auch entgegenzuwirken. Und wenn wir heute dann hören,
dass dann mit fiktiven möglichen Zahlen operiert wird, eines Gesamtvolumens, was auf bestimmten Verkehrswegen zur Verfügung steht, und das zu 100% erklärt wird und der tatsächliche Abgriff dann heruntergerechnet wird, der in Realität, und das ist, denke ich, auch klar geworden, insbesondere bei dem, was wir heute auch bei der Erfassung am Kabel sehen, nämlich dort, wo Internet und Internettelefonie und E-Mail-Verkehr abgefasst wird, eben nahezu 100% ist, so glaube ich, dass hier sehr bewusst das Gesetz gebogen wird und dass auch, wenn man sich in den Begründungstext des Gesetzes sieht, 2001, insbesondere den Zweck, der mit dieser Deckelung verfolgt werden sollte, eben durch den BND auch gezielt unterlaufen wird. Sie haben in der Zeugenvernehmung die Frage gestellt, ob ein E10-Antrag oder eine E10-Maßnahme ein Türöffner ist, den gesamten Datenverkehr abzuhören. Wie sehen Sie das dann heute? Ja, also wenn wir hören, dass diese G10-Anordnung im zweiten Gang dazu genutzt wurde, den Routineverkehr, und wir reden hier von millionenfachen Daten dieses Routineverkehrs, die erfasst wurden, zu erfassen, zu verarbeiten und weiterzugeben, dann glaube ich, muss man durchaus darüber reden, dass diese G10-Anordnung so etwas wie Türöffner sind für das eigentliche Begehr, nämlich in großem Maße Kommunikation zu erfassen, zu verarbeiten, weiterzugeben, für diese Weitergabe auch wieder Gegenleistungen zu bekommen. Und deswegen müssen wir uns, wenn wir über die Konsequenzen für das Parlament nachdenken, und wir haben hier schon häufig darüber geredet, ob wir das BND-Gesetz uns noch mal anschauen müssen. Ich denke, für meine Fraktion steht für uns auch eine Frage, ob wir auch noch in dieser Legislatur zu einer Novellierung des G10-Gesetzes kommen müssen. Okay, danke. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte aus der Sicht der Union unsere Eindrücke schildern von heute. Wir hatten heute einen wirklich spannenden Zeugen. Es war jemand, der im Jahr 2002 und 2003 die rechtlichen Anteile des Abkommens zwischen BND und des NSA ausgehandelt hat, also ein echter Rechtsexperte. Aus den Aussagen, wie wir sie aufgenommen haben, ergeben sich zumindest zwei Erkenntnisse. Die Rechtsgrundlagen lassen einen Ringtausch nicht zu, und die Rechtsgrundlagen ließen auch nicht zu, dass über irgendwelche Hintertüren Daten deutscher Staatsbürger in die Hände der NSA gelangt sind. Das sind zumindest die rechtlichen Fakten, wie dieser Anhang ausgehandelt wurde. Unsere Aufgabe hier ist es jetzt zu prüfen, ob man sich daran gehalten hat. Der Zeuge konnte nur in einem sehr begrenzten Zeitraum etwas sagen. Dieser Zeitraum lässt sich ja zwischen 2002 und 2005 eindeutig beschreiben. In diesem Zeitraum gab es bisher für uns keinen Anlass zu vermuten, dass dieses Recht gebrochen ist. Aber unser Untersuchungszeitraum geht von 2001 bis letztes Jahr. Und da haben wir sicherlich noch sehr viele Fragen und sehr viel, was zu klären ist. Lassen Sie mich aber an der Stelle auch deutlich eine Lanze für Artikel 10 Grundgesetz brechen. Nicht jedes Land verfügt über so ein Recht. Und deshalb ist es schon wichtig, dass auch 1999 vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde, aber eben auch unsere Rechtsgrundlagen so sind, dass der Schutz deutscher Staatsbürger über G10 auch im Ausland gilt. Die Ausnahmen sind angesprochen worden, wenn Sie für eine juristische Person im Ausland arbeiten. Aber grundsätzlich gilt das. Ich möchte hier aber auch in Abgrenzung zur Opposition sehr deutlich machen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Artikel 10 unseres Grundgesetzes für einen Taliban-Führer gilt, der Anschläge gegen die internationale Gemeinschaft oder die UN-mandatierte Mission dort plant. Hierüber müssen wir nachdenken. Ich denke auch, dass wir im Laufe der weiteren Untersuchungen prüfen müssen, ob es einen Änderungsbedarf im BND-Gesetz gibt. Das sehe ich im Moment noch nicht, aber wir stehen ja auch erst ganz am Anfang unserer Untersuchungen. Ich halte aber noch mal die für mich wesentlichen Erkenntnisse aus der Zeugenanhörung fest. Erstens geben die Unterlagen, also dieses Abkommen, der rechtliche Annex, dieses Memorandum of Agreement zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA nicht her, dass es ein Ringtausch zulässig ist. Und zweitens geben diese Unterlagen nicht her, dass Hintertüren vereinbart wurden, die dann dennoch eine Umgehung dieser rechtlichen Vereinbarungen ermöglicht haben. Herzlichen Dank. Sehen Sie das auch so, Herr Kiesewetter, dass, was Herr Wiesek hier gesagt hat, dass zumindest die Rechtsauffassung des BND sich auch bereich bewegt? Sehe ich nicht so, denn der BND muss sich ja auf einer Bundesverfassungsgerichtsbarung
Entscheidung stützen, die ist von 99, und auf das BND-Gesetz. Ich rege eher an zu prüfen, ob es Anpassungsbedarf im BND-Gesetz gibt, aber ich sehe hier keinen Graubereich. Da unterscheiden wir uns. Dankeschön. Das ruft mich doch noch einmal auf den Plan. Also, ich will nur ein paar Worte noch mal sagen zu dem, was der Kollege Kiesewetter gerade gesagt hat. Er verwechselt den Vorwurf, mit dem wir immer machen, dass verdachtslos, anlasslos Massenüberwachung stattfinden, damit, dass natürlich selbstverständlich Personen, die gegen die ein evidenter oder auch nur ein einfacher Verdacht terroristischer Zusammenhänge besteht, natürlich, da dürfen da Daten aufgenommen werden, da dürfen auch Telefone abgehört werden. Das heißt, sein Beispiel mit dem Taliban-Führer war völlig daneben. Ich entnehme der heutigen Beweisaufnahme, die wirklich auch sehr wichtig ist, dass wir Bundesbürger davon ausgehen müssen, dass die massenhafte Datenzuleitung auch an die NSA, dass unter dieser Massenzuleitung auch deutsche Staatsbürger, also Grundrechtsträger waren, weil sich immer mehr herausschält, dass die Filtersysteme, die ja auch nach Aussagen dieses Zeugen alle eigentlich übereinstimmend funktionieren oder alle übereinstimmend nicht funktionieren, also fehlerhaft sind, dass die nicht in der Lage waren, vollständig Grundrechtsträger auszusortieren. Mal ganz abgesehen davon, dass auch nach den Vorgaben des Bundesnachrichtendienstes sogenannte Funktionsträger da sowieso nicht aussortiert werden sollten, auch wenn sie Deutsche waren und wenn sie Deutsche sind und damit Grundrechtsträger. Für mich ist weiterhin bemerkenswert, dass wir heute bestätigt bekommen haben, dass der Bundesnachrichtendienst ganz bewusst Bedenken des Telekommunikationsunternehmens in Frankfurt ausgetrickst hat, als die nämlich Bedenken geäußert haben gegen diese Ableitung von Daten. Da haben sie eine G10-Anordnung erwirkt, aber mit dem eigentlichen Ziel, an die Massendaten ranzukommen und nicht einzelne G10-Grundrechtsträger aufgrund eines Anlasses oder Verdachts zu überwachen. Außerdem haben wir von dem Zeugen gehört, dass das Bundeskanzleramt bemüht worden ist, durch einen direkten Brief an das Telekommunikationsunternehmen die Bedenken dieses Telekommunikationsunternehmen beiseite zu schieben. Auch das ist ein Vorgang, wenn die schon mal aufpassen und auf Grundrechte achten und möglicherweise auch sich selber nicht strafbar machen wollen, dann werden diese Bedenken nicht berücksichtigt und wird das gelassen, sondern dann tritt das Kanzleramt in Aktion, meldet sich und sagt, das ist selbstverständlich nach unserer Auffassung zulässig. Also, das war heute ein wichtiger Erkenntnistag. Wir werden da weiter dran arbeiten, weil vieles, was wir heute gehört haben, spiegelt sich auch in den Akten.